99 Affen – Ideen für eine bessere Welt. Diese Woche geht es, wie versprochen, um, wie kann ich mir helfen, tatsächlich in einen anderen Betriebsmodus zu kommen, also diese Schwingung, meine Schwingung zu erhöhen, aus diesen Schleifen rauszukommen, in diesen präsenten, hochschwingenden, entspannten Körper, Geist und Seele, alles an einer Stelle, sehr kohärenten Zustand zu kommen. In diesem Zustand passieren ganz viele tolle Sachen. Einmal eben diese Synchronizitäten, also das Universum spricht mit mir. Alles um mich herum fängt an, mit mir zu sprechen, gibt mir Antworten, gibt mir Rat. Ich habe eine Frage, schwupps, die Antwort. Ich brauche Hilfe, schwupps, da ist sie. Je kohärenter ich bin, je präsenter und klarer ich bin, desto offener sind all diese Kanäle für Hilfe, für Unterstützung und für ein viel einfacheres und unkomplizierteres Leben in viel mehr Flow. Das Zweite, was dann passiert, Positives, ist, dass Frequenzen oder Intentionen, die ich nach draußen gebe, viel kohärenter sind und dadurch auch viel schneller beantwortet werden können. Also das, was so Manifestationen abdeckt, ich mag das Wort, also es ist sehr used, also es ist wirklich sehr, sehr benutzt und sehr gebraucht über die letzten, sagen wir mal, wirklich fast 20 Jahre inzwischen schon. Aber es ist natürlich von der Wortbedeutung genau das, was es einfach meint. Das heißt, ich habe eine Intention, etwas, was ich gerne möchte und das kommt eben nicht aus dem Kopf, sondern das kommt eben wirklich aus dieser höheren, aus meinem Kern. Und wenn ich sehr präsent bin und sehr kohärent und sehr sortiert, dann hat das eine ganz, ganz hohe Kohärenz, diese Frequenz, die da rausgeht, diese Intention. Das heißt, die ist nicht wie bei einer Glühbirne, dass ich ja, nein, vielleicht und dann 20 unterschwellige Glaubenssätze noch und unterbewusste schlechte Erfahrungen damit schicke. Also ich hätte gerne das und das, aber. Ja, und dann kommen diese ganzen Einwände, die wir haben, Bedenken, schlechte Erfahrungen, wir haben mal von da was gehört und in unserer Familie ist das und das immer so oder klappt nie. Diese ganzen Sachen werden mitgeschickt. Und das ist im Prinzip so, als wären wir eine Glühbirne und diese Intentionen gehen in alle Richtungen, ungeordnet. Wenn wir aber in diesem Zustand sind, wenn wir da eine Intention wirklich aus dem Brustbereich wirklich nach außen schicken, dann ist sie total kohärent, wie ein Laserstrahl, gleichgerichtet, phasengleich. Und die hat dann natürlich eine ganz, ganz andere Wirkung. Also zweiter Vorteil ist eben auch das. Dritter Vorteil ist, unser Körper dankt es uns derartig. Unser Körper liebt es, wenn wir in diesem Zustand sind. Unser Körper liebt unser Selbst. Unser Selbst liebt unseren Körper, jede einzelne Zelle. Und jede einzelne Zelle entspannt sich, wenn wir in diesem klaren, ruhigen, kohärenten Zustand sind. Also eigentlich im Selbst. Jetzt ist es natürlich so, das Leben, ganz normal, in meinem Leben auch, hat so seine Herausforderung. Also zum einen kommen die von außen, ja, es ist ganz viel zu tun, wir ziehen gerade um, es ist wirklich viel zu denken und viel zu planen und viel zu organisieren und nebenbei eben noch alles andere zu machen. Aber eigentlich schlimmer sind ja diese inneren Loops, diese inneren Haltung, Meinung, dieses ununterbrochene Gerede. Und da haben wir viel Angst und wir machen uns Sorgen und wir spielen Sachen durch. Was ist, wenn? Wir denken an schlechte vergangene Erfahrungen, wenn wir irgendwas machen wollen. Ah, das war schon dreimal blöd, als ich da hingegangen bin, da gehe ich jetzt heute gar nicht mehr hin. Oder das wird bestimmt so und so, weil es früher mal so war. Oder die machen das, weil die mich nicht mögen oder was auch immer. Das ist eigentlich das größere Problem. In den Tarotkarten ist das 8 und 9 der Schwerter. Also es ist sehr, sehr eindrücklich. Da sitzt bei der 9 der Schwerter meistens eine Frau auf dem Bett mit wirklich vors Gesicht geschlagenen Händen. Es sind Albträume, es sind diese Gedanken, wenn wir morgens um 4 hochschießen und dann bricht alles über uns rein und wir grübeln und es wird immer schlimmer und wir kommen in diese Schleifen rein. Das ist tatsächlich
meistens das größere Problem. Also die Außensachen, auf die wir reagieren müssen oder die wir regeln müssen, das ist das eine. Aber normalerweise kommt da on top zumindest noch, kommt eben das, was wir draus machen, unsere Interpretation davon, dieser ganze innere Monolog oder diese Schleifen. Und von da aus dann wieder in diesen kohärenten Zustand zu kommen, wo wir genau wissen, dass wir hinwollen und der sich auch viel besser anfühlt, aber das fühlt sich an wie Welten entfernt. Es wird bald einen Beitrag geben und auch einen Kurs, wie man diese Schleifen stoppen kann. Also dieses Grübeln, diese Ferkelchenhorde, die da immer im Kopf rumrennt und diese Affen, die da von Baum zu Baum springen und wir haben null Kontrolle drüber. Also dazu wird es bald einen eigenen Beitrag geben, ein Video und einen Kurs. Aber heute möchte ich gerne auf ein weiteres Hilfsmittel hinweisen, was mir immer sehr gut hilft. Und gerade im Moment arbeite ich sehr viel damit. Und zwar sind das Essenzen. Ich meine, die meisten von euch kennen Bachblüten. Das ist eine Essenz. Eine Essenz heißt einfach, es ist kein Stoff mehr drin, also anders als zum Beispiel Urtinkturen bei der Homöopathie, wo noch die Pflanze wirklich mazeriert, also in Alkohol ausgezogen wird und noch sehr viel, das sieht man auch in der Farbe in der Urtinktur, von der Pflanze wirklich drin ist. Bei einer Essenz ist das was ganz anderes. Bei einer Essenz ist kein stofflicher Anteil von der Pflanze drin, sondern Herr Bach hat das so gemacht, dass er einfach Blüten genommen hat, zum Beispiel von der Kastanie, und hat sie in Wasser gelegt mit der Sonnenmethode. Das heißt, er hat eine Schüssel mit Wasser genommen, hat ein paar Blüten da hinein und hat es eine Weile ausziehen lassen. Also hat einfach eine Weile zugelassen, dass die Informationen der Blüten ins Wasser übergegangen sind. Dann hat er die Blüten wieder raus und das Wasser hat er dann konserviert mit Alkohol. Das heißt, da ist nur die oberste, in diesem Akkord ist nur noch die oberste Note von dieser Pflanze oder von was auch immer wir mit dieser Methode eben ins Wasser übertragen, nur noch die oberste Note drin. Das sind großlose, farblose Flüssigkeiten. Und für mich ist das so, das habe ich auch ja in Peru gemerkt, dass diese Note tatsächlich für mich zumindest die stärkste Wirkung hat. Man kann das so ein bisschen mit Hochpotenzen bei der Homöopathie vergleichen. Die haben eine andere Wirkung, eine andere Ebene, auf der sie auch wirken sollen. Und das ist bei diesen Essenzen genau das Gleiche. Das ist eine sehr, ich finde, es eine sehr, sehr feinstoffliche und sehr hohe Schwingung. Und letztens war es so, dass ich aus irgendeinem Grund, ich denke auch wegen des Umzuges oder ich habe irgendwie mal wieder, bin auf Bachblüten gekommen. Die haben mir vor vielen, vielen Jahren ganz viel geholfen. Ich weiß noch, dass es einen Laden gab in Bonn, in der Altstadt. Und ich war da drin und es ging mir wirklich nicht gut in der Zeit. Und ich bin mit der Ladeninhaberin ins Gespräch gekommen. Und ich hatte schon von Bachblüten gehört, wusste aber nicht so genau, was das ist damals. Ich dachte, das sind Blüten, die am Bach wachsen. Genau wie ich früher dachte, Geistheilung sei irgendwie Heilung mit Geistern oder also irgendwie energetische Reinigung oder sowas in der Art. Und eben geistiges Heilen. Das habe ich inzwischen verstanden. Bachblüten habe ich dann einmal auch verstanden, weil sie es mir erklärt hat. Und dann hat sie einfach reingegriffen. Sie hat da so ein Testset mit Fläschchen gehabt und sie griff zielsicher. Als sie sagte, soll ich Ihnen was anmischen? Und ich sagte, ja. Und dann hat sie zielsicher so 4 oder 5 gegriffen und hat mir da so ein Fläschchen gemacht. Ich hatte keine hohen Erwartungen, weil, ja, das ist ja einfach ein sehr sanftes und man denkt vielleicht auch wirklich wirkungsloses Mittel. Ich bin nach Hause gegangen, habe sie genommen und habe ganz schnell eine ganz starke Wirkung gemerkt. Eine ganz, ganz starke, sehr positive Wirkung. Und ich habe diese Kombination von Tropfen dann wirklich ein halbes Jahr genommen. Und dann habe ich mit anderen Kombinationen, ich bin wieder zu ihnen gegangen und sie hat dann neu zusammengemischt, weil das ist ja auch so, wenn was sich transformiert oder geheilt hat, dann brauchen wir was anderes. Und so hat sie mir dann über ein Jahr oder eineinhalb immer wieder eine passende neue Mischung gemacht. Die anderen Mischungen waren nicht mehr so stark wie diese erste. Ich habe diese erste aber wirklich in sehr dankbarer Erinnerung. Irgendwann mal habe ich aufgehört, diese Bachblüten zu nehmen. Und dann sind sie für viele Jahre bei mir so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ich habe andere Essenzen dann ausprobiert und dann sind neue Essenzen in mein Leben getreten, die dann eben besser gepasst haben.
Und vor kurzem war es eben so, dass mir, weil ich wahrscheinlich, glaube ich, ich hab mir überlegt, habe ich dieses eine Bachblütenmittel? Weil ich irgendwo eine Beschreibung gelesen habe und dann habe ich mich erinnert, dass das ja so meine Hauptblüte war. Und dann habe ich gedacht, ach spannend, ich schaue mal, ob ich die noch irgendwie habe. Und ich habe so ein Büchschen, wo die ganzen Essenzen drin sind. Und dann habe ich sie auch gefunden. Und mir ist aber etwas anderes in die Hände gefallen, nämlich ein kleines Fläschchen von der Desert Alchemy. Das ist eben sowas Ähnliches wie Bach. Die eben Wüstenpflanzen genauso auf dieselbe Art und Weise auszieht oder Informationen überträgt. Und diese Fläschchen haben mich extrem angesprochen. Das sind sehr kleine Fläschchen, so Stockbottles. Und dann habe ich die in die Hand genommen und habe gedacht, interessant. Die habe ich ewig nicht mehr gedacht. Und dann habe ich aus irgendeinem Impuls heraus meinen Bovis-Kreis genommen. Es gibt Bovis-Einheiten. Das ist eine subjektive, muss man sagen, Maßeinheit für Schwingfrequenz, Eigenfrequenz. Also eigentlich wurde das zum Testen von Weinfarbe entwickelt, von einem französischen Weintester und einem, ich glaube, Ingenieur, eben Herrn Bovis. Und der so um die Wende vom 19. dann zum 20. Jahrhundert gelebt und gearbeitet hat. Heute wird das aber häufig verwendet, um zum Beispiel Schwingfrequenz von Orten wahrzunehmen. Also im Feng Shui zum Beispiel, gerade im energetischen Feng Shui, kann man die generelle Schwingqualität, also die Energiehöhe oder die Schwingqualität und Höhe eines Ortes eben in Bovis kinesiologisch subjektiv messen. Da wird normalerweise ein Pendel dafür verwendet, man könnte aber auch theoretisch eine Einhandroute nehmen oder was auch immer. Und ich habe einen Bovis-Kreis, also die Einheit heißt Bovis nach dem Weintester, dem französischen. Und ich habe einen Kreis, der von 0 bis, muss gerade mal gucken, bis, glaube ich, 40.000 geht. Und früher war das so, ich habe immer, wenn ich eine neue Essenz bekommen habe oder ein homöopathisches Mittel oder etwas anderes, was eine Schwingfrequenz hat, getestet ganz gerne auf diesem Kreis. Ich stelle das immer in die Mitte, dann stelle ich mich mit dem Pendel drüber und dann gucke ich eben, dann fängt das Pendel an, irgendwann in eine eindeutige Richtung auszuschlagen, also Richtung 9.000 oder 12.000 oder wie auch immer. Und je höher für mich, desto besser. Desto hochwertiger, hochschwingender ist ein Mittel. Das heißt nicht unbedingt, dass es für jeden gleich gut ist und also D3 zum Beispiel in der Homöopathie ist eben für bestimmte Dinge, gerade wenn es um physische Dinge geht, super. Also es geht nicht darum, dass je höher, desto besser, sondern man muss auch ein bisschen gucken, welche Note in diesem Akkord ist sinnvoll für das, was man möchte. Aber für mich ist das so, hatte ich ja in Peru auch festgestellt, mal wieder, dass ich diese feinstofflichen, die oberste Note in der Oktave, dass das für mich einfach dass das eben meine Welt ist oder das, was bei mir eben auch am meisten macht. Und dann habe ich aus Interesse einfach mal die Bachblüten, eine Bachblüte mal, ein Fläschchen mit einer Bachblüte draufgestellt und getestet. Und ich meine, das wäre so bei 14.000 gewesen. Und dann habe ich diese Desert Alchemy draufgestellt. Und ich meine, das wäre bei 24.000, 25.000 gewesen, also deutlich höher. Und dann habe ich gedacht, weil mir das schon öfters aufgefallen ist, ja, es ist einfach so, dass diese älteren Mittel tatsächlich mehr so um 14.000, 13.000, 14.000 rum sind. Und das war für damals extrem hoch. Man muss das immer so ein bisschen im Vergleich sehen. Genau wie ein Computer von vor 20 Jahren schon echt richtig, richtig toll war, wenn er, was weiß ich, so und so viel Gigabyte oder Megabyte hatte. Und das kann halt jeder Taschenrechner. Das ist nicht besser, nicht schlechter, sondern das ist ja für die Zeit. Es ist ja immer der Abstand zu dem, wo wir gerade sind. Und wenn dann etwas eben, sagen wir mal, 2000 Bovis-Einheiten höher ist als meine Eigenschwingung in dem Moment, ist das super. Dann hilft mir das tatsächlich, meine entsprechend zu erhöhen. Und es hat sich eben alles sehr verändert. Ich habe mich verändert, meine Schwingfrequenz hat sich erhöht, die ganze Schwingfrequenz von uns allen hat sich sehr erhöht, das Bewusstsein. Und deswegen sind viele Mittel heutzutage haben grundsätzlich schon, die steigen mit einer wesentlich höheren Schwingfrequenz ein. Jetzt sind diese Desert Alchemy jetzt schon tatsächlich auch ein bisschen älter. Also es ist jetzt nicht wie die Bachblüten, das ist ja nun schon wirklich älter, sondern Desert Alchemy. Die Entwicklerin,
Das ist Cynthia Athena Kemp Scherer. Ich muss das gerade ablesen, weil sie einen etwas komplizierten Vornamen hat. Seit 1984 oder 83, 84 diese Essenzen herstellt, eben in Zusammenarbeit mit diesen Blüten aus der Wüstenregion in Tucson, Arizona. Also jetzt sind die auch nicht ganz neu. Das spricht sehr, sehr, sehr für die hohe Qualität dieser Essenzen, dass die von vornherein diese wirklich deutlich höhere Schwingung haben. Und ich lade alle wirklich herzlich ein, das mal vielleicht auszuprobieren, ob euch das gefällt, ob euch das anspricht. Es gibt ganz viele Essenzen. Das sind jetzt im Moment so wirklich die, wo ich sage, das hat wirklich eine ganz starke Wirkung bei mir auch. Und ich liebe diese Essenzen. Also es wirkt nicht jede gleich. Ich habe mir jetzt ein paar bestellt und habe einfach so aus, merke immer so, ich nehme immer mal eine und dann schaue ich, was sie macht. Und dann kombiniere ich so Themen. Und ich habe so ein paar Kombinationen jetzt rausgefunden, die sind total toll. Also es ist wirklich, als würde man Sonnen nehmen, also bei mir jedenfalls. Und es gibt auch eine kleine Mischung, die ich mir jetzt gemacht habe, die wirklich so verkrustete alte Altlasten wirklich auch helfen, auf dieser Ebene zu lösen. Ich tue ja seit 30 Jahren im Prinzip nichts anderes, als Altlasten zu lösen. Also feststeckende Emotionen, Erinnerungen, die noch nicht verarbeitet sind, mit denen zu arbeiten. Und ich fand das aber sehr schön, mal auf dieser Ebene auch mir helfen zu lassen. Und ich merke wirklich, dass diese Essenzen, gerade die zum Lösen, machen ganz viel und meine Lieblingsmischung sozusagen macht ganz viel. Die will ich jetzt nicht empfehlen, weil das einfach total individuell ist. Aber was ich euch empfehlen kann, ist, ich werde zwei Seiten verlinken. Einmal die englische Originalseite mit Bildern und Beschreibungen. Und das kann ich sehr empfehlen. Also alles, wenn ihr ganz gut Englisch könnt. Es ist nicht schwierig und man sieht die Bilder eben und das ist eben die Originalseite von der Entwicklerin und ihrem Team. Und wenn ihr das gerne auf Deutsch hättet, dann habe ich hier unten auch eine Verlinkung. Es gibt einen Laden in Aschaffenburg, den Essenzladen, die eben auch das ganze Sortiment haben und da eben die deutsche Beschreibung dabei ist. Und schaut mal, ob euch was anspricht, schaut, ob die Beschreibung passt. Ihr könnt auch zumindest auf der englischen Seite nach Themen suchen. Die Artikel, die sie schreibt, sind sehr, sehr gut zu den einzelnen Themen. Also das gefällt mir total gut, so von der Art, wie sie schreibt. Und das ist sehr, ich finde es sehr klar, ich finde es sehr bewusst, ohne dass es jetzt so irgendwie, ich habe manchmal so das Gefühl, dass es ein bisschen leer, was manchmal da steht. Bei anderen oder wie manche Menschen schreiben oder die Produkte beschreiben. Und das hat mich total angesprochen, weil es mir entspricht, also der Art, wie ich mit Natur kommuniziere. Und also ich finde das sehr, sehr ansprechend, sehr klar, sehr elegant, sehr bewusst. Und also mich spricht das einfach total an. Und wie gesagt, ihr könnt das auf Englisch oder Deutsch euch anschauen und durchgucken. Ihr könnt auf die Blüte gucken und schauen, was euch anspricht, aber vor allem die Beschreibung. Und wenn ihr es ausprobieren wollt, dann gibt es hier unten einen Rabattcode. Das heißt, ich habe mit dem Essenzladen in Aschaffenburg, wir haben das so abgemacht. Also ich habe nichts davon, ich kriege da keine Provision oder so. Aber ich finde das einfach schön und ich finde, das ist was Tolles, was ich wirklich gerne auch bekannter machen möchte, weil ich sehr von diesen Desert Alchemy Essenzen überzeugt bin. Mir gefallen die sehr, sehr gut. Mir tun die sehr gut, die machen wirklich etwas. Also bei mir machen die total viel. Also, und ich denke, dass die meisten von euch, ihr seid treue Hörerinnen und Hörer und ich denke, wer mir eine Weile zuhört, dann deshalb, weil wir eine ähnliche Frequenz haben, eine ähnliche Schwingung, eine ähnliche Art, die Dinge zu sehen oder auch einfach eine ähnliche Form, uns die Welt zu erklären und ja, ich glaube, eine ähnliche Schwingfrequenz tatsächlich. Und ich kann mir vorstellen, dass es euch dann eben auch gut tut oder euch auch mit bei euch was macht. Also es gibt unten einen Rabattcode, ich glaube es gibt 5% dann Rabatt auf die Bestellung und dann gebt ihr einfach das ein, ich nehme an bei einem Gutscheincode und dann wird 5% abgezogen von eurer Bestellung. Vielleicht schreibt ihr mal unten rein, mit welchen Essenzen ihr gerne arbeitet oder welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Es gibt so viele, auch beim Essenzladen zum Beispiel, die haben eben ganz, ganz viel im Sortiment von ungefähr, ich weiß nicht, ich glaube 10, 12 verschiedene Essenzen.
Hersteller von Essenzen. Und manchmal ist es so, dass eine bestimmte Gegend einen total anspricht. Es gibt südafrikanische zum Beispiel oder Arktis-Essenzen. Also ich glaube, dass wir schon, wenn wir es durchlesen, schon so einen gewissen Hang zu bestimmten Firmen oder Herstellern haben oder bestimmten Blüten. Eben, das sind alles eben, das meiste sind Blütenessenzen. Lasst euch da wirklich leiten und vielleicht habt ihr aber auch eure Lieblingsessenzen oder eure Lieblingshersteller oder Marken von Essenzen. Vielleicht sind das eben auch diese Engelessenzen oder die Lichtessenzen, die gehören da ja auch dazu. Dann würde mich das auch sehr interessieren. Ich bin sehr gespannt, auch welche Erfahrungen ihr vielleicht mit Bachblüten tatsächlich gemacht habt, ob euch die immer noch helfen, ob das gute Begleiter über all die Jahre sind. Finde ich sehr, sehr spannend. Und dann, wie gesagt, bin ich sehr gespannt auf eure Erfahrungen. Dann gerne, wie immer, den Beitrag liken, wenn es euch gefällt. Und die Links sind unten in der Beschreibungsbox. Und gerne abonnieren, wenn ihr mögt und nichts mehr verpassen wollt. Und gerne auch teilen. Und kleiner Werbeblock, es gibt, mein neues Programm ist draußen und es wird bald einen Theta 1 Online-Kurs geben im Juli. Also alle, die schon immer wirklich Theta selber lernen wollten, also nicht nur gerne mir zuhören und mit mir Theta machen, sondern das gerne selber lernen möchten und das vielleicht nicht über meinen Kurs, den es im Shop gibt, also diesen Selbstlernkurs machen möchten, sondern mit mir tatsächlich, zwar online, aber live und auch mit anderen zusammen, da gibt es unten auch nochmal den Link zu meinem neuen Programm. Im Juli gibt es den neuen Theta 1 und im August, September gibt es den Theta 2 aufbauend auf diesen Theta 1, wenn ihr es vertiefen möchtet und vielleicht das auch beruflich selber anwenden möchtet. Dann bis nächste Woche.